Joe? Marlene? Alles okay? Ja. Ellie. Scheiße. Nein, ist schon gut, ich werd wieder. Und das gerade war fahrlässig. Wegen dir hat Robert uns beschissen? Die Che Guevara von Boston? Muss ja toll laufen, euer Krieg, wenn ihr bei solchen Dreckskerlen einkauft. Ja, richtig, kann man sagen. Seine Ware war Müll und ein Verpiss dich hat ihm als Bezahlung nicht gereicht. Gib mir mein Messer. Wofür braucht er die Batterie überhaupt? Lass es. Nicht auf sie. Richte sie auf mich. Und ich brauche die Batterie aus einem wichtigeren Grund als du. Tut mir leid, aber Tommy ist nur ein Mann. Es ist unser Geschäft, Dinge zu wissen. Dinge zu wissen? Er ist überhaupt nur weg, weil du ihn gegen mich aufgebracht hast. Okay, Joe. Die Fedra ist bestimmt schon unterwegs hierher. Ich weiß. Wir schmuggeln Ellie heute Nacht aus der Zone. Aber in dem Zustand schaffen wir es nirgendwo hin. Jedenfalls erstmal nicht. Deshalb würde ich sagen, ihr macht das. Einen Scheiß machen wir. Ich bring sie raus. Tess. Da haben wir keine Zeit für. Ach, ihr habt keine Zeit? Wer ist sie? Für euch nur ein Frachtstück. Wir schmuggeln keine Menschen, tut mir leid. Ich kann das doch machen. Kim, dir fehlt die Hälfte von deinem beschissenen Ohr, also sei so freundlich. Ein Trupp Fireflies wartet im State House auf sie. Ich weiß, wie es da draußen ist. Genau deshalb wollten wir mit einer ganzen Kompanie gehen. Aber jetzt habe ich weder eine Kompanie noch einen Truck und die Fedra wird gleich hier sein. Was ich habe, seid ihr. Und ich weiß, wozu ihr fähig seid. Im Guten wie im Schlechten. Wozu sind sie denn fähig? Bringt sie dorthin und die geben euch alles, was ihr braucht. Nicht nur eine Batterie. Ein vollgetankten Truck, Waffen, Vorräte, das volle Programm. Ich schwör's. Ich schwöre es. Arschloch! Traust du ihr? Nein, ich auch nicht. Aber sie wirkt verzweifelt. Die Firefly-Fahrzeuge sind meistens aus Beständen der Fedra. Mit so einem hätten wir eine realistische Chance, Tommy zu finden. Und sobald wir die Kleine abgegeben haben... Sprech das in aller Ruhe durch. Ich verblute so lange. Okay, es läuft folgendermaßen. Wir bringen sie dorthin, zu deinen Leuten. Aber bevor wir sie aushändigen, geben die uns alles, was wir wollen. Wenn nicht, töten wir sie. Gleich dort. Deal. Echt jetzt? Das nimmst du an? Du bist alles, was zählt. Meine Leute werden kein Risiko eingehen. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Hol deinen Rucksack. Jetzt, Ellie. Los geht's. Joel. Verbock das nicht.